So, die Fackel wieder in die Hand. Haben wir irgendwas übersehen? Und die gute Sichel, die nehmen wir natürlich auch mit. So, hier hinten waren die Keiler. Eine Wichtelkappe. Oh, die gute Ogerwurzel. Oh, da habe ich gerade was gesehen. Das sind bestimmt die Wölfe. Ja, das sind sie auch. Da müssen wir bloß aufpassen. Jetzt bloß nicht runterfallen. Dann komm mal her. Ja, der hat doch wieder gesessen. Ja. Ah, nicht. Ja. Nix hier mit umzingeln. Komm raus aus dem Busch. Wieder in die Hand und weiter geht's. So, was haben wir hier schön? Das ist ein Grünblatt. Ja, irgendwelche Schätze? Da haben wir ein Lagerfeuer. Moment. Was haben wir hier noch? Ist irgendwas dahinter? Nein, die Fackel ist aus. Nein. Nee, nee, nee. Bleiben wir mal auf dem Weg. Oh, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr hier. Oh, wo sind wir denn hier? Heldenkrone. Oh, ich höre was. Oh. Boah, hast du mich erschrocken. Komm, hau zu. Ja. Ja. Au. Jetzt will ich schön aufpassen. Na komm, hau schon zu, Wolf. So, nicht, dass da noch einer ist. Was haben wir noch hier Schönes? Gebt uns all eure Sachen. Ach, ein Bolzen. Dann waren ja hier die Gnome, auf die wir geschossen haben. Und ja, eine Truhe. Ach, ein Schwertrohling. Ja, schön. Wir wollen ja eh bald wieder schmieden gehen. Haben wir eine Menge Erz. Eine Mana-Pflanze. Es ist dunkel geworden. So, was haben wir hier noch? Eine Rezeptur. Was ist denn das für eine? Direkt mal nachgucken hier. Machen wir so. Na, es kann jetzt mehreres sein. Ja klar, das war für ein normaler Mana-Trank. Den haben wir nämlich nicht gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Gut. Nee, hier machen wir. Da war aber was. Was haben wir vergessen? Ein Bolzen. Nun gut. Nehmen wir aber dennoch alles mit. Ja, braten müssen wir uns jetzt nichts. Wir haben eigentlich noch genug Sachen dabei. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich dachte, ich hätte was gehört. Ne, hier ist wieder die Mauer. Okay, hier haben wir bestimmt nichts versteckt. Zumindest gehe ich mal nicht davon aus. Die Heldenkrone haben wir ja gefunden. Das ist eine ganz, ganz tolle Pflanze, die wir ja brauchen für die permanenten Tränke. Ja, und dann haben wir das hier schon. Gut, so. Ich hoffe, wir haben wieder nichts vergessen. Dann gehen wir doch mal runter zum Lager. Da war nämlich auch ein freies Bett, da können wir uns dann direkt mal schlafen legen, damit wir es auch wieder hell haben. Ja, und dann geht es doch Richtung Vulkanfestung.
Ach, wer ruht sich nie aus? Ah. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ja, das sieht man. Aber du, kleiner Tipp, Sorgen können auch schwimmen. So, einmal bis zum nächsten Morgen. Nein, nicht die Truhe. Nee, die Fackel brauchen wir auch nicht. Gut. Hoffentlich fackeln wir uns jetzt nicht hier alles ab. Schon wieder ein Erdbeben. Und dann laufen wir doch mal weiter. So, wir sind nämlich jetzt hier hinten entlang gelaufen. Hier drüben entlang. Dann haben wir das nämlich dann auch schon geklärt. Jetzt könnten wir noch hier runterlaufen. Aber wir machen uns jetzt, glaube ich, erstmal auf den Weg Richtung Vulkanfestung. Hier müsste der Nil sein. Dann geht's hier runter zu Sarah. Und hier haben wir angefangen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Wie kommt man hier runter? Kriegen wir Fallschaden? Ich hoffe nicht. Nein. Tag, Nil, da sind wir auch wieder. Du weißt, was du zu tun hast? Ja, klar. Wir müssen zum Inquisitor. Oh, wieder diese wunderschönen Lichteffekte. Also ich stehe auf so etwas. So, die Krallenfalter. Die haben wir ja umgehauen. Da haben wir ja die guten Novizen. Mal gucken, was der Tristan dazu sagt, dass wir uns den Banditen angeschlossen haben. Ich kann jetzt nicht. Okay, Benny hat gar nichts zu sagen. Lass uns handeln. Okay, er möchte nur mit uns handeln. Dann nehmen wir doch die Äpfel mit. Die geben uns Stärke. Fackeln. Auch noch genug Fackeln. Wo sind sie? Fackel, Fackel. Noch 15. Ja. Das reicht doch fürs Erste. Jetzt gehen wir nochmal eben kurz da hinten in die Höhle rein. Guten Tag, ihr Hühner. Habt ihr neue Eier gelegt? Nö, sieht nicht demnach aus. Eier geben ja Erfahrung. So, einmal hier nochmal rein und gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo noch ein Erzvorkommen haben. Und schon wieder ein Erdbeben. Was ist denn los? So, hier haben wir leider nichts. Ja, die Truhe haben wir schon geplündert. Ja, hier haben wir Gold. Wer sagt's denn? Ein Edelstein. Ein kleiner Smaragd. Wunderbar. So, hoch. Können wir hoch irgendwo? Nee. Und die Erde bebt und bebt. Achso, hier hinten war der weitere Weg. Da gucken wir aber auch mal kurz auf die Karte. Wir befinden uns genau... Nee, sind wir auf dem Weg? Kann doch nicht sein. Da würde es hingehen zur Vulkanfestung. Nee. Ja, über uns ist wahrscheinlich der Weg. Oder unter uns. Ich denke mal über uns. Dann laufen wir mal wieder zurück. Ja, da bin ich auch wirklich mal gespannt, was der Inquisitor uns zu sagen hat. Und wie wir da einen Waffenstillstand hinkriegen. Der Don will bezahlen, aber ich glaube nicht, dass es das Gold ist. Geld interessiert den guten Inquisitor nicht. Ja, jetzt haben wir uns hier noch das gute Gold organisiert. Haben wir da hinten noch was? Ich glaube nicht. Das gute Schwein, dem geht's gut. Bekommt nichts mit. Ja, ich hoffe, dass der Orden uns auch jetzt nicht mehr angreift. Wir dürfen ja vom Don aus her hin und her laufen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt für alle zählt. So, hier hatten wir ja alles. Gnome. Da hinten waren die Gnome. Wir brauchen ja noch Werkzeugbeutel.
Hier hat uns Herr Tellur den Weg gezeigt. Aha, Vulkanfestung. So. Wer bist du denn? Guten Tag. Hey, du! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Zwei Ruinen, gut. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich pass hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Wer ist denn der gute Severin? Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Können wir dir dabei nicht irgendwie helfen? Da haben wir auch schon. Der erste Monster ist wahrscheinlich wieder so eine Grabmotte. Oh, mehrere. Die Reiselust nehmen wir mit. Ja, wir kommen schon. Oh nein, nein. Doch nicht mit der Fernkampfwaffe im Nahkampf. Wie sie uns wieder um singeln. Also. Die Monster sind auf jeden Fall gut programmiert. Wenn man das jetzt mal so sagen darf. Gefällt mir. Ist nicht immer einfach. Oh, ein Wolf. Wolf. Boah, ist der schnell. Bringt ihm aber nichts. So. Ja, hier geht's jetzt irgendwie in den Wald rein. Oh, hier sind so viele Blümchen. Aber wir bleiben erstmal auf dem Weg. Die gute Minze. Oh, Kraut. Ja, Kraut. Kraut gleich Gold. Darum kümmert sich noch kein Schwein. Ja, hier wächst die Minze hervorragend. Oh, gibt's hier eine Menge zu pflücken. Aha, so, hier ist wohl dieser Außenposten vom Orden. So, und dann schauen wir uns den auch gleich an, aber ich möchte erstmal wissen, was da unten in der Ruine ist. Aber wahrscheinlich war der Orden da schon drin. Und wir können auch mal speichern. So, haben wir hier noch was Interessantes? Ja. Alles mitnehmen. So, da hinten haben wir auch wieder ein paar Motten. Ah, wir hängen fest. Nicht festhängen. Nicht gut, nicht tun. Oh, komische Geräusche.